So Leute, willkommen zum neuen Part von Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir... Mensch, wir haben das Schwert geholt, wir haben das Schild geholt und den Schild, Entschuldigung, das ist der Schild. Wir wollen ja hier grammatikalisch alles richtig haben. Und ja, genau. Dann sind wir ins Schattenreich und haben den Tiger des Lichts bekommen, den ich hier leider nicht zeigen kann, weil ich keine Remote habe, mit der ich darauf zeigen kann. Nein, ich habe, ihr seht ihn unter dem Anzeigen mit Wühlen, Gespür etc. Das ist der Tiger des Lichts und überhalb der Rubine. Genau. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal hier auf den Weg. Und mit unserem Gespür können wir sie... Oh mein Gott, was ist... Das war eine Pflanze. Ich will eigentlich die Fliege hier. Zack, weg. Zack, weg. Das sind Schattenkäfer. Diese Schattenkäfer haben den Tiger des... haben die... der Head. Mehr. Ach komm, du nervst. Stirb doch einfach. So. Wühlen. Diese Schattenkäfer haben den Strahlentau. Das sind jetzt diese beiden durch... Ich würde das gerne ausgraben. Haben diesen... Sind jetzt diese leuchtenden Punkte da im Tiegel des Lichts. Oh, Herz. Herz! Im letzten Part sind wir auch beinahe draufgegangen. Ja, jetzt sind wir mehr oder weniger halbwegs mit dem Spür durchgehend an durch die Gegend rennen, weil hier lauter Schattenkäfer... Oh, das ist einer. Das ist einer. Da. Oh, Mann! Blöder Schattenkäfer! Mann, ich komme mit der Steuerung von der Genki-Version noch nicht so ganz klar. Und wir sehen, ich habe erst letztens wieder angeschaltet, gerade eben erst. Deswegen dürfen wir uns aber diese schöne Cutscene ansehen. Der letzte Part ist auch was ganz Tolles. Mein Tier war was, ne? Nein! Falscher Knopf. Da hinten. Okay, das machen wir ganz einfach. Komm da runter. Und so kann es auch wirklich stundenlang gehen, dass man ihn einfach nicht trifft. Danke. Letzte Part war auch was ganz was Tolles, weil er mir irgendwie beim Aufnehmen so einen kleinen Fehler gemacht hat. Normalerweise haben meine Parts 29,97 FPS bzw. 30 FPS. Das ist ja alles schön und gut. So, nehmen wir ein bisschen rein. Dort scheint es reinzugehen. Ja, dann mal rein, danke. Jetzt der eine Part hat er dann irgendwie komischerweise... Moment mal, Gespür... Ah, hier darf was zu sagen. Hier ist auch noch einer. Ja, das war der falsche Knopf. So. Was sind das noch für Viecher? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist doch nicht normal. Die sind ja riesig. Wie eklig. Mist. Kommt mir bloß nicht zu nah. Haut schon ab. Mann. Ja, Nummer 1 und Nummer 2. Danke. Moment, der sagt jetzt gleich noch was. Deswegen warte ich jetzt mal kurz, bevor ich weiterrede. Oh. Sie sind weg. Was ist hier eigentlich los? Ja, ist eine gute Frage. Also, was ich jetzt bitte noch sagen wollte, war, dass, der jetzt irgendwie 30,91 FPS hatte, der letzte Part. Und, wenn das Projekt eine niedrigere FPS-Zahl hat, als das, Moment mal, wie komme ich hier durch? Ah, ich habe hier falschen Knopf gedrückt, aber egal. Zufall. dann wackelt das Ganze irgendwie immer so komisch hin und runter. Das habt ihr vielleicht so ein bisschen sehen können. Könntest du mal bitte stehen bleiben? Mann! Dann wackelt das ganze Video immer so minimal hoch und runter. Was ist das? Jetzt aber. Hab ich dann schon eingesammelt? Ja, habe ich. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Außerdem war irgendwie die Audiospur die Tonspur vom Video zur Videospur asynchron so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Also, ich hoffe, das war jetzt eine einmalige Sache. Das war der falsche Knopf. Ich wollte Gespür anschalten, aber hier ist kein Käfer, also können wir einfach durchrushen. Immerhin ist hier kein weißer Fleck auf der Karte. Ach komm, du. Oh Mann, das Vieh hat mich auch noch getroffen. Peinlich! Nix. Nichts Besonderes. Lass mich in Ruhe! Lass das Viecher hier! Ja! Klopp! Mann, ich will irgendein Herz haben, aber es gibt Geiz. Oh, hier kann man so kommen, die also auch durchschneiden. Okay, boah, ich habe versucht, beziehungsweise ich werde noch versuchen, mein Bestes zu geben. Noch habe ich ihn nämlich nicht geschnitten. Wenn ich den gesehen habe, ist er geschnitten, weil er ja schon oben sein müsste dann. Lila Nebel, auch interessant.
Aber bis dahin habe ich ihn dann geschnitten und momentan habe ich ihn halt noch nicht geschnitten. Ich werde das schon irgendwie hinbekommen, dass er mehr oder weniger synchron ist. Moment. Das sind jede Menge Sachen zum Graben. Die interessieren mich jetzt gerade weniger. Ah, auf der anderen Seite. Ich bin in der auf der Seite. Das ist blöde Spiegelung. Okay, wir müssen warten, bis die Dinger nicht mehr elektrisch geladen wird. Mann! Au. Ja, das passiert, wenn man gegen sie springt, wenn sie geladen sind. Danke. Beide weg. Ja, mit dir, du. Danke. Und du auch. Roter. Hey, du. Roter, danke. So. Ich hätte gern, danke. Ich hätte gern, danke. Genau. Wir kommen hier wohl nicht durch. Weil ich, soweit ich weiß, ist der giftig, der Nebel. Echt, ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Oh, hier geht es weiter. Ja, altbewährte Methode. Einfach hier so ein bisschen durchhüpfen. Das erste Mal, dass Link auch springen kann. Okay, alleine kann er es immer noch nicht, warum auch immer. Aber er kann es. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und hier sind, Knopf, auch drei Käfer. Der fliegt natürlich erstmal hoch, wo ich ihn natürlich nicht kriege. Okay, jetzt kriege ich dich aber. Danke. So, komm her, komm her, komm her. Jetzt, na ja, komm. Jetzt habe ich dich aber. So. Noch ein Schalltau, komm her. Komm her, danke. Meins! Alles mein Strahlentau! So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Strahlentau sowas so ein bisschen. Ich vergleiche das gerade so ein bisschen mit Sternteilen aus Wow, Super Galaxy. Strahlentau und Sternteile. Oh mein Gott! Das war zu schnell, da ist eine Schlucht. Ich wollte da nichts zerdrücken, aber es ist ja vollkommen egal. So, hopp, hopp, hopp. Und jetzt sind wir endlich unten. Und hier sind nochmal zwei Käfer. Ist das nicht toll? Diesmal erwische ich auf den richtigen Knopf und die sind eingegraben. Ausgraben. Das war natürlich auch klug anzugreifen, bevor. Diesmal kriege ich nicht, bevor sie sich entladen haben. Kannst du. Danke. Wir hatten ja schon mal so eine mehrere Stunden im Kreisjagd. Die wollen wir jetzt nicht nochmal haben. Das hatten wir gerade eben schon. Ah, komm her, danke. So. Fehlen noch zweimal Strahlentau. Zweimal Strahlentau, bitte. Ach komm. Wenigstens hilft uns mit man diesmal, aber. Ja, okay, die sind irgendwie recht einfach. Und noch einmal. Voll in die Gegend noch. Weg. So. Komm her. Mach gut, 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 gut. Zack, zack, und weg. Damit wäre das auch geschafft. Und was es mit den Dingern auf sich hat, dazu komme ich später nochmal. Wobei, eigentlich haben wir sie schon gesehen. Kleiner Tipp, das waren Warportale. Da habe ich es überhaupt noch nicht gespoilert oder so. Aber was wir damit machen können, werden wir später erfahren. Ganz und ganz sicher nicht warpen oder sowas. Das wird mir nie in den Sinn kommen. Ist die Kiste denn noch offen oder? Die habe ich geholt. Gut. Gut so. Natürlich hier lang. Da lang, danke. Und uns die letzten zwei Stücke Strahlentau holen. Na, was hat Nervi hier zu sagen zu, oder zu lauschen? Ja, Hilfe! Aha, hab ich dich gerade noch erwischt. Wollte jetzt schon wieder anfangen, irgendwie elektrisch geladen zu sein. Ich bin gerettet. Seitdem der Boss durchgedreht ist, tauchen hier ständig diese fürchterlichsten Monster auf. Hab gesehen, dass auch die Kinder aus dem Dorf mitgenommen wurden. Der Wald ist irgendwie seltsam. Was ist denn nur passiert? Da ist der Strand auch Nummer 1. Und Nummer 2. Damit hätten wir das auch endlich geschafft. Ja, und das war noch die einfachste Version. Damit habe ich auch schon gespoilert, dass es nochmal kommen wird. Unabsichtlich. Du hast den Tiegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Und die schwarzen Pixel verschwinden und alles ist wieder schön. Ah, und mitten ist wieder ein Schatten. Da war doch alles so schön dunkel. Was ist nur so toll an dieser sogenannten Welt des Lichts? Man sieht sich. Wupp. Und schon taucht er auf der nächste Lichtgeist. Schwupp, blopp.
was immer diese Animation mit dem Wasser anfangen soll. Langeweile der Entwickler würde ich jetzt mal so ganz stark drauf tippen, aber ich bin da ja auch jetzt nur am Raten, also. Das soll, glaube ich, ein Eichhörnchen sein. So eine Mischung aus Eichhörnchen und Skorpion. Wenn man sich den Schwanz mal so ansieht, dann könnte das stark an Skorpion erinnern. Mein Name ist Firon. Wir haben uns auf den Namen geeinigt, ich habe ihn wieder vergessen. Ich bin einer der Lichtgeister, die über Hyrule wachen. Die Götter vertrauten mir diesen Wald an. Yay, das ist doch ganz toll für dich. Freu dich. Kauf den Keks. Auserwählter. Du bist das Tier, dessen scharfes Auge die Finsternis durchdringt, während andere nur tastend dieses Schattenreich erforschen. Und ich bin der Lichtgeist, der absichtlich in Zeitlupe redet. Du fragst dich, was diese Verwandlung bedeutet? Punkt, 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 Fragezeichen. Was war das denn jetzt bitte für Satzzeichen? Sie ist ein Zeichen der erwachenden Kraft. Der Kraft, die dir, dem Auserwählten, innewohnt. Betrachte nun deine neue Gestalt. Was sind wir jetzt? Ein Eichhörnchen! Nein. Wir sind wieder ein Mensch. Yay! Cool. Und wir haben das klassische Link-Outfit. Dein kühnes Gewand trug einst der von den Göttern auserwählte Held. Da haben wir Bezug auf Ocarina of Time und Majora's Mask, wenn ich das mal so sehen darf. Trage es als ein äußeres Zeichen deiner inneren Kraft. Dein Name ist Link. Captain Obvious strikes again. Ja, muss gesagt sein. Du bist der von den Göttern auserwählte Held. Schlagzeile, Link, der auserwählte Held, schlägt zurück. Nun, Link, auserwählter Held. Musst du nicht 50 Mal sagen, ich hab's verstanden. Eine dunkle Macht verbirgt sich im Schrein, tief im Inneren dieses Waldes. Diese verbotene Macht wurde von uns Lichtgeistern vor Äonen mit einem Bannfluch an den Schrein gebunden. Mann, ich habe eine anstrengende Stimme. Nie sollte ein Wesen des Lichts mit der dunklen Macht in Berührung kommen. Das war unser Wille. Kommt zu Punkt, bitte. Jetzt jedoch scheint sie nötig, um die Welt vor den Wesen der Finsternis zu retten. Ratte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 t
Ja. Also muss ich jetzt zu Fuß da hinten hinrennen. Und das grüne Gewand steht Link auch viel, viel besser als dieses hässliche Zeug, was er da vorgetragen hat. Dieses Flickenhemd. Stein? Rubin! Batzt! Wenigstens ist es realistischer, weil wenn... Also noch Griff Time, wenn du statt auf den Boden schmeißt, dann zerspringt er nicht einfach. Oder was waren das für instabile Teile in Ocarina of Time? Ach, hier hast du den kaputt schießen da. Bats. Muss jetzt sein. Ja, wir wollen jetzt erstmal hier ins Haus rein. In so einem schönen Anzug hier, ne? Und wir haben natürlich halt auch den Schild und das Schwert. Hab ich jetzt auch gerade eben schon gesagt. Aber egal. Ja, man kann mein Schwert hier drin nicht benutzen. Warum sollte ich auch? Ich meine, ich will jetzt nicht mein Haus zerlegen hier. Hier unten ist noch ein Keller, der so tiefdunkel ist. Und man, wenn man hier lange rennt, sieht man, dass hier irgendwas ist. Weil du kannst hier lang gehen und dann kannst du in die Wand rennen. Aber da ist irgendwas. Aber du kannst nicht sagen, was. Aber es ist eine Kiste. Und zwar sind in der Kiste 50 Rubine. Ein lila Rubin. Sehr schön. Die Kiste kann man auch nicht im Dunkeln öffnen, weil Link zu blöd ist, die Kiste zu finden, ne? Und sich zu ertasten, wo die Kiste genau ist. Ist ja auch so schwer, ne? Und ja, jetzt gibt es noch ein paar Sachen, die ich gerne machen würde. Und zwar, der Part wird auf jeden Fall enden, sobald ich am Schrein bin. Der Schrein ist gleich der nächste Tempel, weil ich habe vor dem Tempel nicht mehr viel zu tun. Und beim nächsten Tempel muss ja wieder jemand dabei sein. Ihr kennt das ja. Derjenige, für den ich halt abgestimmt habe. Für einen dann habe ich jetzt mehr oder weniger schon selber bestimmt, weil das ist ja noch voraufgenommen. Das Projekt ist ja noch gar nicht angefangen hochzuladen, ne? Es ist ja sozusagen immer noch Voraufnahme, was ich hier gerade mache. Und habe deswegen eure Abstimmung auch nicht gesehen. Und werde bis zum Schrein spielen und danach wird halt, sobald ihr das abgestimmt habt, werde ich dann sozusagen den Schrein machen. Also ganz simpel. Wir können auch hier so schön mit Steinen rumschneiden, die aber komischerweise nicht kaputt gehen. Weil sie irgendwie aus Titan sind oder so. Und der dritte Dungeon ist schon halbwegs etwas verplant. Was, also mit einer Person, die ihr so gesehen noch nicht dabei hattet. Jetzt habe ich gespoilert, oh mein Gott. Aber ihr werdet ja sehen, was ich meine. Ah, oh Mann, Link, mach mal ein bisschen schneller hier. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Mit Epona wäre das so viel schneller gegangen. Ja, es geht immer noch weiter. Oh. Bart. Und jetzt kommt Midna. Also dann, Zeit die Waffen auszuprobieren, die ich dir gegeben habe. Na, du weißt schon, schwinge mit B dein Schwert und halte mit L den Schild schützend vor dich. Das ist dir zu anstrengend? Die Lache war jetzt geil. Du solltest mir lieber dankbar sein. Ja, bin ich doch auch. Hab doch gar nichts gesagt. Link sagt sowieso allgemein ja nie etwas, aber das Thema hatten wir ja schon mehrmals. Stirb du! Der Kartoffel! Beziehungsweise Nuss. Ja, Nuss ist besser. Passt irgendwie. So, wir wollen jetzt erstmal zu dem lieben Lampenverkäufer gehen, weil er das Tor nochmal abgesperrt hat. Huch! Ach, natürlich, du bist doch der junge Mann aus Ordon, oder? Hätte dich fast nicht erkannt, so herausgeputzt wie du bist. So ausgeputzt, egal. Ach, was ich noch sagen wollte, ist in letzter Zeit etwas gefährlich geworden hier. Geiler deutscher Satz. Sei also vorsichtig. Es treiben sich immer mehr Monster herum, deswegen habe ich den Weg zum Schrein auch verschlossen. Aber du willst bestimmt wieder dahin, oder? Aber so wie du jetzt aussiehst, dürfte das hier für dich kein Problem sein, oder? Hier, ja, oder nicht da, aber egal. Einen Landschlüssel erhalten. Aber der Wald hinter der Höhle ist in letzter Zeit so nebelig. Da hast du ohne Licht absolut keine Chance. Du wirst ständig deine Lampe brauchen und solltest auf jeden Fall genug Öl bei dir haben. Ich habe gerade ein Sonderangebot. Eine Flasche Öl für nur 100 Rubine, ein echtes Schnäppchen. Na, wie wär's? Kauf mal doch. Vielen Dank, nimm. Du hältst eine Flasche mit Öl, nee, benötigst du ja. Ja, lass mich. Und was hast du? Und wenn du es aufgebraucht, kannst du alle möglichen Dinge da rein tun. Also dann, viel Spaß mit der Lampe und wann immer du Öl brauchst, komm zu mir. So, denn jetzt haben wir, richtigen Knopf drücken, zwei Flaschen. Und zwar die mit einer mit Lampenöl und eine mit Milch, die immer noch halb voll ist. Ja. Das sieht immer sogar so. So. Jetzt gehen wir
Nein, das war nicht meine Absicht. Wir wollen jetzt hier durch, denn wir wollen jetzt zum Waldschrein. Dem ersten Dungeon dieses Spiels. Man muss schon sagen, also im Vergleich zu Ocarina of Time ist es ein bisschen hin bis zum ersten Dungeon. Majora's Mask war es ein bisschen weiter, hätte ich gesagt. Aber Majora's Mask bauen halt auch viel auf Nebenquests auf, aber wirklich halt auch sehr komplexe Nebenquests, muss man sagen. Du lässt mich in Ruhe! Danke. Nervt doch mal. Danke. So, Ratten! Geht's! So. Ja, genau. Am Armkratz. Oh mein Gott, ist das nebelig. Er hat recht. Was haben wir ja vorhin auch schon gesehen? Hey, der Typ hat mir die einfach die Lampe geklaut, so ein Asi. Dass wir das auf jeden Fall befreit haben, aber er hilft uns, den Weg zu finden. Das ist doch mal nett. Ah, gut, wir sollen ihm folgen. Und mit einer Melde zieht Wort. Yay. Oh, wen haben wir denn da? Der hat dir glatt die Lampe geklaut, nur weil du dich, weil du nicht aufgepasst hast. Ja, aber dafür hilft er uns wenigstens, den Weg zu finden. Wir sollten vielleicht nicht in den Nebel reinrennen. Ich glaube, der ist nämlich nicht gut für uns. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich will es auch nicht ausprobieren. Wir hatten schon die Stacheln, das heißt, nochmal absichtlich draufgehen muss nicht sein. Ihr hattet euch ja noch mit Wolf, durch Schloss Hyrule und dann... Ja, jetzt hätte ich schon fast gesagt, ich gespoilert, das ist Schloss Hyrule, aber das wurde ja so genannt und gezeigt, also ist alles geil. Der magische Ritualaffe, der erinnert mich immer so ein bisschen aus König der Löwen, den Affen mit seiner Lampe da. Bis ich mir dann schon so... Lass mal bitte weiter. Danke. Da hatten wir ja schon einen mehr oder weniger freiwilligen Tod. Ach, lass den Affen in Ruhe. Der Affe versucht mit der Lampe die Fledermaus zu erschlagen. Danke fürs Herz. Weitere Himmelsanbetung. Wie gesagt, in den Nebel will ich jetzt nicht reinrennen. Das kommt nicht so gut. Der Affe dance mit der Lampe ab. Ihr könnt schon sehen, wie lang der Part wird. Ich weiß es noch nicht, aber ich denke... Wow, das war sogar ein Versehen, dass ich das jetzt... Random. Ich spiel ein bisschen rum. Yeah. Zack. Weitere Himmelsanbetungen. Mach mal hin, Affe, du bist so... Oh, nein, das ist eine Pflanze. Lass den Affen in Ruhe. Danke. So. Natürlich muss er den größtmöglichen Umweg gehen, den es gibt. Der dürfte mittlerweile schon längst leer sein. Fünfmal ungefähr. Und jetzt kommt das Sinnlichste von allen. Hier ist kein Nebel mehr. Hallo. Ja. Ich hab schon gerafft. Bin ich doof. Jetzt freut er sich. Und jetzt. Ey. Schmeiß meine Lampe auf den Boden. Da habe ich ihn so nett geliehen. Ich will meine Lampe wieder haben. Per. Du findest die Lampe wieder. Allerdings enthält sie kein Öl. Der Affe hat alles verbraucht, um dir den Weg zu zeigen. Ah, da, scheiß Affe. Moment, nee, falsch. Während die Werder nochmal. So. Direktauswahl. L und. Hä? Direktauswahl? Ich hab's grad nicht. Achso. Achso, so können wir. Ah, wenn wir L drücken, können wir so hin und her switchen. Ah, cool. Können wir also über die Mitte auch drüber switchen, ne? Ansonsten können wir nur außen rum. Cool. Muss ich nicht. So, brauchen wir auch das hier. Und dann füllen wir die Lampe ganz einfach auf. Blöö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 ö
Ich habe Herz verloren. Jetzt hab ich Aua. Ah ja, und hier kann man sich noch. Moment. Ja, willkommen. Kauf was. Ja, genau. Jetzt wollen wir nämlich hier erstmal. Will ich jetzt hier die Milch trinken, die ich hier habe. Damit wir. Hallo, danke. Blopp, damit wir zwei leere Flaschen haben, denn ich will jetzt. Auch kurz die andere Flasche ausrüsten. So war das natürlich nicht gemeint. So war das gemeint. Jetzt finden wir einmal Lampenöl. Wie viel Ansehen kostet? 20 Rubine. Und hier kostet. Rotes Elixier kostet 30 Rubine. Das heißt, 50 Rubine haben wir. Blopp. Ich wollte eigentlich Öl, aber egal. Wir haben zum Glück zwei Flaschen. Also ist vollkommen. Vollkommen Banane, Wurst. Bums. Ich habe das Wort Bums gesucht, aber es ist mir nicht eingefallen. Okay, das heißt, wir können jetzt entweder rausfliegen, aber dann greift das zum nächsten Mal an. Und jetzt müssen wir hier 50 Rubine anzahlen. Wenn man zu wenig zahlt, sagt er. Ja, zu wenig. Wenn man zu viel anzahlt, sagt er, danke für die Spende oder irgendwie sowas. Jetzt müssen wir noch 30 einwerfen. Ja, danke. Ja. Okay. Danke. Ja, wir wollen jetzt den lieben Vogel. Ach komm, falscher Knopf. Den Vogel nicht verärgern. Das wird ein 30-Minuten-Part, ich sehe es schon. Wenn jetzt kommt nämlich noch eine kleine Kleinigkeit, die ganz nett ist. Und auch ganz cool gemacht. Ich drücke mal den falschen Knopf. Warum auch? Und zwar, oh mein Gott, ein goldener Wolf! Er hat Gold gefressen und ist deswegen jetzt ganz golden schimmernd. Let's fight! Und er hat uns einfach mal schnell den Kopf gebissen. Und wir sind tot. Und wir sind im Himmel, oh mein Gott. Damit ist das Spiel zu Ende. Ciao. Nein, natürlich nicht. Es geht natürlich noch weiter. Mein Gott, wer ist das? Dich bin ich platt. Das ist der Endboss von, des Spiels. Jetzt das Spiel aus Bahn. Oh mein Gott. Hab ich erschlagen. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft seines Schwertes. Das Schicksal mag dich zum Helden gemacht haben, aber in dieser Verfassung bist du es nicht wert, das grüne Gewand zu tragen. Ja, Linke ist mein böser Blick. Du brauchst Mut, um deine Kräfte zu sammeln, und die gesammelten Kräfte werden dir Mut geben. Wenn du dir wahren Mut wünschst, um Hyrule aus der furchtbaren Gefahr zu retten, unterweise ich dich in meinen okkulten Künsten. Und das ist einfach geil, die okkulte Künste. Okkulte Kunst. Fangstoß. Einer der geilsten Moves ever. Ein starker Gegner kann zwar durch einen schweren Angriff niedergehen, steht aber sogleich wieder auf. Die Kunst des Fangstoßes besteht darin, den am Boden liegenden Gegner endgültig zu besiegen, bevor er wieder aufsteht. Wenn der Gegner am Boden liegt, visiere ihn unverzüglich mit L an und zurück A, um ihm von oben springend den letzten Stoß zu versetzen. Hast du eine günstige Gelegenheit, dem Gegner den Chaos zu machen, erscheint mit vor deinen Augen das Signal Fangstoß A. Nun, versuche es an mir. Ja, was Link denken muss, wenn er ihm sagt, drücke A. Wo denn? Bart, erstmal voll ungenietet mit der Sprungattacke. Und jetzt fangst du los. Bam. Und jetzt kommt der geilste Move ever. Der ist, nachdem er jetzt geredet hat. Ja, das war ein kühner Schlag. Verpasse nie die Chance für einen Fangstoß durch Drücken von A. Damit hast du die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Und jetzt kommt der geilste Move ever. Ah, Silo. Du hast die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Visiere den Gegner am Boden mit L an und beende die Sache mit A. Es gibt noch 6 weitere okkulte Künste, die du erlernen musst. Doch sie sind nur für den bestimmt, in dessen Adern das Blut eines Helden fließt. Für den, der den Geist eines erhabenen Raubtiers hat. Stehle deine Kraft und sei beständig in deinem Mut, um die gegenwärtige Bedrohung zu zerschlagen. Lausche dem Ton des Windes, der den Geist eines wilden Tieres ruft, und komme wieder zu mir, wenn du die Statue gefunden hast. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Vergiss das nicht. Auf ein Wiedersehen. So, den gibt's eine ganz lustige Theorie. Und zwar könnte man davon ausgehen, aber noch nicht. Das kommt später, zu gegebenen Zeitpunkt. Wenn ich mich nicht täusche, kommt nämlich dann noch was darauf anspielt. Aber das halt zu gegebenen Zeitpunkt. Wie gesagt. Jetzt, natürlich spreche ich daneben, Link, du volle Horst. Zack, voll zwischen die Beine, das tut weh. Au.
Stick immer muss R drücken, damit das Schild ausgefahren wird. Aber muss man gleich zack und wir voll zwischen die Beine in die Eier, das tut weh. Der müsste Eierstoß heißen, ja. Also zumindest in dem Spiel. Und weggeboxt hier alles. Geht in den Rubin. Ich kann noch irgendwas an nützlichem Zeug. Zack, 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 zack. Herz! Perfekt. Wir gehen mit vollem Leben in den ersten Dungeon. So, da werden wir. Oh, schon, du solltest dich ja nicht rollen, aber. Wow! Noch einer. Noch einer? Noch einer, der Schläge will? Nein. Okay. Willkommen im ersten Dungeon. Dem Waldschrein. Grafisch sieht also vom Design her geil gemacht. Und von der Musik auch, also muss man ganz klar sagen. Aber Leute, nicht jetzt, das kommt dann im nächsten Part von Zelda Twilight Princess. Zusammen mit irgendwem anderen. Ihr dürft ja abstimmen. Also. Oder halt alleine, je nachdem. Aber ich denke mal mit jemand anderem zusammen. Naja, mal schauen. Also Leute, bis dann. Ciao.